Ein neuer Anbieter am Kastenwagenmarkt macht aktuell über sein nachhaltiges Businesskonzept Furore. Inspiriert wurde die Weintutura von Supermarktketten wie aktuell Aldi Süd, die durch den Verkauf krummer Dinger ein Zeichen gegen Lebensmittelverschwendung setzen. Aldi erklärt, die Produkte überzeugen mit Geschmack. Was bei Obst und Gemüse klappt, geht wohl auch im überheizten Wohnmobilmarkt, dachte Handelsmarkengründer Wim Wollersreisen und schaute sich in den letzten Tagen des Caravan-Salon nach zweitklassigen Dingern für sein Geschäftsmodell um. Ja, so ein paar technische Mängel. Ja, so eine hässliche Optik. Wo ist denn das Problem? Das soll doch den Urlaubsspaß gar nicht mindern. Das geht doch wohl. Die sind doch noch gut. Die auf der Messe unverkäufliche Ware bietet kurze Lieferzeit. Es scheint die einzige Chance, dem Kastenwagenmarktführer preislich Paroli zu bieten. Auf seine sympathische Art erklärt der Unternehmensgründer, dass du mir Toleranz walten lässt, ja? Toleranz walten lässt beim Einkauf und mehr partnerschaftlichen Umgang beim Vertragsabschluss. Das sind die wesentlichen Dinge. Und wofür tun wir das alles? Für die Umwelt. Zwei Augen zu drückt Wollersreisen auch bei seiner Einkaufstour in den Messehallen. Prototypen, abblätternde Farbe und fehlende Abgastechnik sind keine Mängel, sondern Special Features. Bei ihm kommt alles unter den Hammer. Weintura. Mehr Tränen für die Umwelt. So ein bisschen sympathisch, wie ich nochmal bin, kannst du mir das ruhig glauben, was ich hier mache.